undiscovered, didn't care for one another. You and I, you and I. Thought I was okay till something in me changed. Don't know why, don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. In meinem heutigen Video geht es dann wieder um die Osmo Pocket 2, die ja jetzt DJI Pocket 2 heißt. Das Osmo kommt im Namen gar nicht mehr vor. Ich werde dann heute weiterhin das Ulanzi Anamorphic, die Vorsatzlinse, hier testen. Und zwar habe ich diesen weiteren Test in zwei Abschnitte unterteilt. Das erste wird sein, dass ich versuche, diesen Lens Flare Effekt der Osmo Pocket und dem Ulanzi mit der Ulanzi Linse hinzubekommen. Und dann werde ich später nochmal losgehen, wenn die Sonne untergegangen ist, und versuchen, denselben Effekt halt bei Lowlight-Situationen einzufangen. Bin schon sehr gespannt, wie sich die Osmo Pocket dabei schlagen wird. Ja, dann lassen wir das Video jetzt beginnen. Ich freue mich, dass ihr es zuschaut. Dann viel Spaß damit. Ja, und für diesen neuerlichen Test der Vorsatzlinse, der anamorphen Vorsatzlinse von Ulanzi, habe ich mir hier ganz in der Nähe von meinem Zuhause eine relativ ruhige Ecke gesucht, in der ich halt die Osmo Pocket 1 mal ausprobieren werde mit der Ulanzi-Linse und schauen, was dann dabei rauskommt. Das Wichtigste dabei ist immer, dass man versucht, diesen Lensflare-Effekt möglichst gleichmäßig einzufangen, was gar nicht so einfach ist, da doch meistens viel Streulicht vorhanden ist. Ich werde das jetzt hier mal an dieser Stelle versuchen, die Sicht der Osmo Pocket einmal verändert, und versuche hier durch die Blätter hindurch das drauf zu bekommen. Das Wetter ist heute eigentlich relativ gut geeignet, da wir schönen Sonnenschein haben, kaum Wolken am Himmel. Also sollte das eigentlich schon funktionieren. Ich richte das Objektiv jetzt noch mal etwas höher aus. So. Und da könnt ihr dann die Sonne in ihrer ganzen Pracht erkennen. Wobei ich jetzt auf dem Bildschirm des iPhones, meines Kontrollmonitors, für die Osmo Pocket 1 nicht wirklich erkennen kann, ob wir da einen richtigen Lensflare-Effekt mit generieren. Das wird sich dann halt in der Nachbearbeitung, werde ich das dann erst sehen können. Ja, okay, dann gehe ich jetzt hier mal weiter auf dem Weg. Ich denke, ich habe eben schon so ein ganz kleines Flashen gesehen, so einen kleinen Linseneffekt. Bin schon, wie gesagt, sehr gespannt, wie sich das dann in der Nachbearbeitung zeigt, ob da gut was von zu erkennen ist. So, dann schalte ich nochmal die Osmo Pocket um. Und wir gehen hier weiter auf dem Weg. Da kommt dann hinten so ein kleiner Teich. Da können wir ein bisschen drum spazieren gehen. Das ist eigentlich auch immer schön anzusehen. Ja, und als zweite Kamera habe ich heute die GoPro Hero 9 Black mit dabei. Ich denke mal, dass sich das ganz gut kombinieren lässt. Ich wollte heute nicht die Drohne mitnehmen. Die Mavic Air 2 hätte ich mir hier in der Umgebung
zwar auch ganz gut mit Active Track folgen lassen können, aber darauf habe ich heute mal verzichtet. Und ich gehe dann ja heute Abend auch noch mal raus und versuche mit dem Vorsatzobjektiv halt ein paar nette Aufnahmen zu kriegen. Hier kloppen sich gerade zwei Vögel. Jo, macht ihr das mal ruhig. Die tragen gerade hier ihre Streitigkeiten aus. Und weiter geht's. Ja, viel Spaß noch, ihr beide. Dann richte ich die nochmal nach vorne. Die Osmo Pocket 1. Mein erstes Video. Jetzt das neue Tech Review von der Ulanzi Linse. Ist ja auch ganz gut bei euch angekommen. Wurde sehr oft geklickt, das hat mich sehr gefreut. Von der Suchfunktion von YouTube wird es richtig gut gefunden. Das freut mich auch. Da bin ich halt immer noch ein bisschen am Experimentieren, wie ich da die besten Ergebnisse mit erzielen kann. Sicher, meine Klickraten von den meisten meiner Videos sind relativ gering, aber noch ist kein Meister vom Himmel gefallen und ich bleibe da am Ball. Ich arbeite hart an meinen Videos, so dass das besser wird. Und ich hoffe, dass ihr mich auch weiterhin auf diesem Weg begleiten werdet und dass ihr noch viel Spaß an meinen Videos habt. Ja. Jetzt kommen wir hier am Tennisclub Cuxhaven raus. Der ist dann hier auf der linken Seite. Sportbistro Delft 2000 Tennisclub. Die Anlage befindet sich dort. Und zu meiner Rechten ist dann ein Teil der Stadtverwaltung vom Rathaus befindlich. Ich werde gerade von einem Hund verfolgt. Der findet das wohl auch sehr interessant, das Vloggen hier. Tja, die DJI Pocket 2 ist ja nun endlich vorgestellt worden. Und sie hat meine Erwartungen jetzt nicht völlig zu 100% getroffen. Also ich hatte mir ja einen vollwertigen 1-Inch-Sensor gewünscht bei ihr. Das wurde nicht integriert. Es ist leider doch nur ein 1,7 Sensor geworden, was aber natürlich auch schon eine Steigerung ist zu vorher, wo wir nur den kleineren Sensor hatten. Also sollte die Bildqualität da auch schon gut zugenommen haben, dass wir da auch Unterschiede im Lowlight-Verhalten, im Rauschen bei Nachtaufnahmen zum Beispiel sehen werden. Ja, ansonsten hatte ich mir noch gewünscht, dass die Akkukapazität vergrößert wird, da der Akku natürlich wieder mal nicht austauschbar ist. Aber so wie es aussieht, wurde komplett der gleiche Akku verbaut in der neuen DJI Pocket 2, wie schon in der Osmo 1, in der Osmo Pocket 1. Ja, und so war ich dann natürlich erstmal wirklich mit mir am Kämpfen, ob ich diese Kamera mir holen werde in der Vorbestellung. Jedoch dann hatte ich mich noch eingehender mit den technischen Spezifikationen beschäftigt und auch herausgefunden, dass sie eine verbesserte Zeitlupe hat bei 1080p. Also vorher war es eine vierfache Zeitlupe, jetzt ist es achtfach, ist also schon mal von daher ganz gut. Und was noch positiv dazu kommt, dass das Bild nicht so gecroppt ist bei der Zeitlupe. Also mehr Bildinhalt. Ich hatte ja schon mit der Pocket 1 experimentiert mit den Zeitlupenaufnahmen. Ich habe ja da diesen kleinen Coffee Shot gemacht. Den kann ich euch auch mal einblenden. Guck, siehst du, und hier ist dann der liebe Hund, der uns schon die ganze Zeit folgt. Ja, also die Zeitlupe ist erheblich verbessert worden. Was war denn noch? Ja,
dann das größere Sichtfeld, das Field of View wurde erhöht, dass man also nicht unbedingt noch einen Weitwinkelvorsatz benötigt, zumal der angebotene Weitwinkelvorsatz in diesem Combo-Pack, was jetzt zum Start erscheint, meiner Meinung nach auch wirklich ein kleines Gimmick nur ist, da das Sichtfeld also kaum, wirklich nur sehr rudimentär dadurch vergrößert wird. Okay, mal gucken, wie das Ergebnis so wird, wenn ich hier so mal direkt in die Bäume reinfilme und mich daran bewege. Etwas höher. Okay, dann bewegen wir uns mal langsam zur Seite, um zu sehen, ob da etwas von dem gewünschten Effekt dann nachher erscheint. Ja, da war eben schon mal ein ganz deutlicher Lensflare. Hier nochmal so ein kleiner, da ist nochmal sehr deutlich zu sehen. Und ich bewege mich jetzt nochmal ein Stückchen rückwärts. Da ist der ist richtig gut. Das ist doch mal ein klasse Lensflare. Also so hatte ich mir das auch gewünscht und vorgestellt. Und es ist halt nicht immer gesagt, dass dieser Effekt auch so gut rüberkommt bei Tageslicht. Also bei Nacht ist es relativ einfach, diesen Effekt hinzubekommen. Und halt bei Tageslicht ist es nicht so easy, das einzufangen. Ja, man kann das Ganze natürlich auch noch in der Nachbearbeitung, in der Postproduktion nachträglich einfügen, so ein Lensflare. Nur bei der anamorphen Vorsatzlinse hat es doch eine ganz eigene Charakteristik, die man damit ins Bild zaubern kann. Okay, gut, das war schon mal richtig gut. Das hat mich gefreut. Und jetzt gehen wir hier nochmal weiter. Dieses kleine selbstgebaute Gimbal hier, das habe ich mir halt selber entworfen. Na du, hallo. Um möglichst verwacklungsfreie Aufnahmen mit meiner Pocket 1 hinzubekommen. Das hat auch gerade im Ausland ganz gut funktioniert, in Hongkong oder in Tokio oder Manila und Cebu. Wenn ich dann damit gefilmt habe, war ich damit immer sehr zufrieden. Das Einzige, was ich halt immer ein bisschen schmerzlich vermisst habe, das war die Stabilisierung in der Z-Achse, also rauf und runter. Die erfolgt hierdurch nicht. Dazu bräuchte ich ein weiteres Tool, ein weiteres Item, das ich auch schon ausfindig gemacht hatte in den USA. Nur, naja gut, jetzt habe ich erst die neue DJI Pocket bestellt und dann wollen wir mal sehen. Hallo! Dann wollen wir mal sehen, wie das weiter damit läuft. Ja. Okay. Hallo! Okay, ja. Und hier ist dann halt diese kleine Brücke. Die haben sie jetzt sogar ein bisschen abgesperrt. Ist wohl etwas baufälliger mittlerweile. Und schon die besten Tage hinter sich. Okay. Wird jetzt auch mal hier so rüberschwenken. Mit der Pocket. Pocket 1. Schauen, ob ich nochmal so schön Linsenreflex kriege, aber bis jetzt noch nicht. Okay. Dann geht's hier über die Brücke. Das ist die Sicht von hier. Kann man bestimmt ein bisschen mehr erkennen, wenn der Herbst richtig da ist und der Winter und das ganze Laub von den Bäumen runter ist. Dann werde ich hier auch nochmal wieder her zurückkommen und noch weitere Aufnahmen für euch machen. Okay, bin ich wieder zu sehen. Ach ja, und die neue DJI
Pocket 2. Die hat dann auch, ich bin jetzt gerade mal am Ausrichten des Bildes, tut mir leid, einen Moment. So, ja, die DJI Pocket 2 hat dann auch ein verbessertes Active Track System zur Verfolgung von vorher ausgewählten Bildinhalten, dass ihr dann halt einen Rahmen wieder drüber ziehen könnt über die bildrelevanten Inhalte, und die Kameraoptik verfolgt das Bild dann automatisch. Das funktioniert hier bei der Osmo 1 relativ schlecht, will ich mal sagen. Manchmal am Anfang ist es noch richtig gut, dass es noch ganz gut ausgerichtet ist, aber dann verliert sie auch schnell das Target, also das Ziel, aus dem richtigen Blickwinkel. Und ja, das wird wieder ein richtig schönes, langes Labervideo. Das stört ja auch einige. Mich stört das überhaupt nicht. Die Videos sind jetzt natürlich erheblich länger, die ich mache. Das ist einigen negativ aufgefallen. Jedoch versuche ich ja auch in der Zukunft dadurch ein bisschen Geld zu generieren auf YouTube. Und die Werbeeinblendungen lassen sich noch am effektivsten einsetzen, wenn ihr da wirklich Videos macht, die mindestens 8 Minuten lang sind. Denn dann erst könnt ihr die Mid-Rolls mit einsetzen. Das sind halt Werbeeinblendungen, die im laufenden Video dann erscheinen. Lassen sich zum größten Teil auch wieder wegklicken. Aber das ist dann halt doch schon eine recht profitable Sache. Und das versuche ich natürlich auch zu nutzen in meinen Vlogs. Diesen Teich hatte ich auch schon mal. Ich meine, ich habe den schon mal mit der Drohne beflogen. Ich glaube, ich werde das auch noch mal. Ich werde mal schauen, ob ich die Aufnahmen hier noch mit reinnehme. Ich denke mal, das war damals sogar noch mit der Phantom 4. Das ist auch schon lange her. Aber vielleicht komme ich hier dann echt noch mal mit der Dingens her, mit der Mavic Air 2, um da noch ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Von oben auch. Ja, jetzt sind wir hier an den Teichen. Ich versuche dann gleich mal für euch eine schöne Gesamtübersicht zu filmen. Runter. Okay, ich muss die nochmal ausrichten. Yep. Sehr schön. Hier ist dann halt so eine kleine Teichanlage. Es ist alles nicht so wahnsinnig groß. Aber da sich gleich nebenan auch Altersruhesitz im Altenheim befindet, ist das natürlich schön für die alten Leute, dass die hier dann spazieren gehen können und auf den Teich schauen. Das ist schon klasse gemacht irgendwo. Das ist mein Freund wieder, der Hund. Ja, Teichanlage. Na du, ja, der Feine. Bist ein Feiner. Ja, muss mal schauen, ob ich dich drauf kriege. So, ja, ich hatte ja früher selber auch 2 Hunde erst und dann nur noch einen, den Kasimir. Mit denen war ich dann auch hin und wieder mal hier. Und da hatten wir auch immer viel Spaß, wenn wir hier spazieren gegangen sind. Das ist ein kleines verstecktes Paradies hier inmitten der Natur von Cuxhaven. Kann natürlich jetzt auch sein, dass die Ulanzi-Lense ein bisschen das Ganze beeinflusst, was halt nicht nur mir, auch einem anderen Zuschauer aufgefallen ist, dass im rechten Bilddrittel das Bild sehr unscharf ist. Ich vermute mal, das liegt daran, dass meine Osmo Pocket 1 mal einen mitbekommen hat, als die mir bei meiner Mutter mal runtergefallen ist. Dem Parkplatz vor dem Haus, und seitdem ist halt diese Unschärfe da drin. Das ist natürlich auch noch ein Grund, ein weiterer Grund für mich, die Pocket 2
jetzt bestellt zu haben, mich darauf sehr zu freuen, weil dann habe ich wieder eine Pocket, die richtig gut arbeitet. Muss ich mal sehen. Also ich bin mit meiner Pocket 1 immer noch sehr zufrieden, das will ich damit nicht sagen. Aber es ist halt, sie ist halt doch schon jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist seit 2 Jahren jetzt draußen. Ich hatte sie mir dann auch gleich bestellt, als sie neu auf den Markt kam. Und ja, irgendwann möchte man dann schon mal was Neues, was anderes haben. Wobei ich jetzt mittlerweile mit der Hero 9 und der, was habe ich denn noch, die Osmo Action habe ich, die Osmo Pocket 1, habe ich irgendeine vergessen? Habe ich echt nur 3 Action Cams? dann geht das ja sogar noch. Ja, und jetzt kommt noch die Pocket 2 dazu, dann habe ich 4 Action Cams. Ich finde, das ist nicht zu viel. Man kann nie genug Action Cams haben oder überhaupt Kameras. Ja. Und das findet sich dann auch noch ganz bestimmt sogar. Ganz toll wäre natürlich auch, wenn ich diese Olanzi-Lense weiter nutzen könnte. Zusammen mit der neuen Pocket 2. Aber ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ob das passen wird. Wegen der anderen Bauweise des Kamerateils der neuen Pocket 2. Muss ich mal schauen. Ich denke, ich habe jetzt reichlich genug Material. Damit werde ich mich jetzt gleich nach Hause begeben. Vielleicht versuche ich doch noch mal einen Lensflare reinzukriegen, einen schönen Lensflare. Hier hat das noch am besten geklappt. Versuchen wir das noch mal. Schön langsam hier an den Büschen vorbei, an den Bäumen. Die Sonne im Hintergrund. Ja, da ist schon einer. Muss noch mal etwas höher ausrichten. Okay, so. Jetzt hier noch mal langsam dran vorbeigehen und schauen, ob der Effekt auftritt. Jetzt haben sich natürlich einige Wolken gerade in diesem Moment vor die Sonne geschoben. Aber vielleicht klappt es ja doch noch. Na, so richtig gut haut es jetzt nicht hin. Noch ein bisschen höher und ein bisschen weiter gehen. Ja, da sieht man es herrlich. Sehr schön, schön zu erkennen. Ja, das ist der Beste. Das ist ja klasse. Ein super Lensflare hier draußen in den Büschen. In Cuxhaven. Das finde ich natürlich toll. Die Sonne mit drauf ging und dann versuche ich halt mit dem Osmo Pocket und dem Odansi Anamorphic Lens diesen Effekt zu erzeugen, den ihr hier im Video sehen könnt. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und vielleicht auch einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer drüber. Ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt machen. Aktiviert dann auch die Glocke, das ist wichtig, damit ihr immer benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video raus habe. Ja, und ansonsten bleibt mir nur euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleiben sollt. Habt viel Spaß, unternehmt was Schönes mit Freunden und Familie. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also, bis dann, euer Matthias.